Mütter oder Väter, die zu uns kommen, können Erfahrungen am Beckenrand sammeln. Je nachdem, wie stark das Interesse ist, fangen sie dann auch an, Ausbildungen bei uns zu machen. Ich bin hier angefangen als Mama, um meine Tochter zu begleiten beim Schwimmenlernen. Inzwischen bin ich mit am Beckenrand sehr aktiv als Ausbilderin und kann den Kindern angeleitet erklären, wie Streckentauchen geht, wie Beinschlag und auch Eltern vielleicht ein bisschen am Rand zeigen. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Als die Mama fragte, ob sie uns helfen kann, habe ich sie natürlich dankend entgegengenommen. Habe sie erstmal mit reingenommen, habe ihr erklärt, was wir machen, also wo der Fokus liegt. Habe ihr gezeigt, wo das Material liegt, weil das ist eins der Dinge, wo sie von Anfang an helfen kann. Am Anfang war sie wohl noch recht zögerlich, aber hinterher hat man gemerkt, dass sie doch schon auf die Kinder zugeht und sie gut motiviert und das eine oder andere gut vermittelt. Die haben mir die Möglichkeit mit Fortbildung gezeigt, mich als Schwimmassistentin auch auszubilden. Und ich selber habe dann auch einen Rettungsschwimmerschein gemacht. Und als alles hier begonnen hat für mich im Team, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das viel? Und viele Themen, Verantwortung und mit Familie, Haushalt und Kindern, Job zu vereinbaren, ist natürlich auch als Mutti immer ein bisschen schwierig. Aber das DLRG-Team hat mich toll mit reingeholt. Und ja, man wächst mit seinen Aufgaben und freue mich, weiter mitzumachen. Mittlerweile plant sie Kurse, nimmt die Abzeichen ab und begleitet die Kinder auf dem Weg zum sicheren Schwimmen. Auch sie versucht schon, Kontakte zu knüpfen und neue Eltern mit ins Boot zu holen, denn Unterstützung ist immer wichtig. Ich kann nur alle Eltern motivieren, die Kinder zu unterstützen mit Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeiten, die man als Eltern hat, den Kindern mitzugeben und den Schwimmunterricht hier auch aktiv mitzugestalten und Teil des Teams zu werden. Es ist einfach toll, wenn Eltern dieses Projekt weiter mit unterstützen. Schaut einfach rein, schnuppert rein und sprecht das Team der DLRG an. Wir brauchen jeden von euch.